Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Pommes mit selbstgemachtem Ketchup. Wir haben es neulich schon mal gemacht oder versucht zu machen und dabei ist die Kamera, ist da der Ton irgendwie abgekackt. Auf geht's! Die müssen wir aber waschen. So, ja, okay. Schäler. So, jetzt filmen wir erstmal hier das. Die Pommes. Jo. Ich hab wieder diesen komischen. Übrigens ein Livestream laufen. Hier ist so ein. Oh, jetzt muss ich mich bemühen. Was? Einen viel besseren Kartoffelschäler als ich. Ich muss immer so zu mir hin. Ich kann nur mit gar nicht klar. Wollen wir tauschen? Okay. Hilfe. So. Viel besser. Jungs kochen. Ja. Mit Schürze. Ich finde, dass mein Schürze ist irgendwie gerade ein bisschen unnötig. Aber. Okay. Total, aber guck mal, wir sagen dann. Das ist übrigens hier keine Werbung. Wir haben immer noch nur einen Zuschauer. Ja, weil es auch beginnende Langeweile ist. Wir tun ja auch was für die Allgemeinheit. Ne? Genau. Nicht so wie sonst immer. Gegen passt das nochmal hier ab. So. Setz mal schon mal Wasser ab. Ja. Dann brauchen wir auch einen großen Topf. Water. Ja. Ist es eigentlich jetzt richtig, dass man zu den Kartoffeln Salz hinzufügt? Ja, so ein bisschen schon, ja. So. Ein Schäler ist mal weiter her. Aua. Der sah, da waren schon ein paar Käfer dran. Ja, das macht Sinn. Festkochend ist besser für Pommes, oder? Keine Ahnung. Es gibt einmal festkochend und mehlig. Ja, festkochend besser. Ja. Und was ist das hier? Das ist mehlig. Nein. Aua! John. Ich bin Meister. Mal hier den ganzen Kack aufräumen hier. So. Dann würde ich mal sagen, auf geht's ans Schnitzen. Ich mach mal das G. Das will hier einfach nicht raus. So, jetzt. Jo, das sieht nach einem G aus. That's perfect. Das B ist ein bisschen schwierig. So. Fertig ist das B. Perfekt, oder? Nein. Nö. Blau. Wollte wir dir nicht erst einen kleinen Pommes schneiden? Warte, ich mach den nochmal raus, das war jetzt gerade ein bisschen dumm.
I like the flowers. I like the daffodil. I like the mountains. I like the rolling hills. I like the fireplace when the light is low. Di dum di da di dum di da di dum di da di dum di da. I like the fire. So. So, hier kommen die Kartoffeln rein. Och, oh, hier ist wieder diese Krüppelkartoffel. Aber es ist eine gute Unterhaltung eigentlich. Sollen wir Musik gleich machen? Hör auf! So? Nee, leiser bitte. Sonst kann ich mich hier nicht konzentrieren. In so einem abgeranzten Route 66 Restaurant. Mal sehen, was jetzt kommt. Kann es sein, dass du irgendwie so ziemlich jedes Lied aus diesem Genre auswendig kennst? So! Ja. Gleich sind wir fertig. Ich glaube, wir schütten mal ein bisschen Wasser ab, oder? Vielleicht Wasser rein. Wir können es ja hinterher machen. Noch ein bisschen. So, was? Was sind die vier Kartoffeln? So. So. Jetzt volle Pulle. Ist schon. So, fertig. So, ich würde sagen, wir jetzt erstmal machen wir jetzt ein paar Tomaten. Zwei Tomaten rein, oder? So. Jo. Was kommt da noch rein? Dann dieses komische Essig? Ein Zuschauer, ey, was für blöde. Das war zu viel? Boah, einfach Essig. Ja, Essig, ja. Ich fang nochmal kurz aus. Ja, recht scharf. Eieiei, ist scharf. Oh. 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 Wir sind voller Knoblauch. ja. An sich eigentlich recht gut. Das essen wir, ich esse das auch. Ich trinke das weg. Fritteuse. So Leute, wir haben jetzt hier unseren Ketchup fertig. Das ist eigentlich alles nichts geworden. Was ist also, was ähnliches wie Ketchup? Wir haben ein bisschen zu viel Knoblauch rein. Hey, wollen wir die jetzt mal schön heiß? Kurz auf den Lappen. So. So, ab in die Fritteuse. Die ganzen Kartoffeln hier mal. Oh, oh, oh. Ich hoffe, das G und das B, also das B lebt noch. Aber das bisschen G abtropfen ist, lassen. Das G ist. Das liegt auch noch. Und dann nochmal ordentlich Fett oben rüber. Sonst schmeckt das nicht. So, dann zu und. Ah. Ah. Halb. Also es muss auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. Die sind nicht gut geworden. Nee. Aber kann man essen. Schmeckt jetzt nicht so. So habe ich Popper. Schmeckt scheiße. Ja. Würde ich sagen, machen wir irgendwie so Hamburger oder so. Ja, was wo man nicht falsch machen kann. Irgendwas, wo man nicht viel falsch machen kann. Ja. So, dann mache ich mal aus. So Leute, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke und... Ja.
jetzt kommt wieder von der Kopf.